Ich sitze hier heute mit einer Masterstudentin, schon bald fertig, Judith Steinmetz. Sie macht den Master am Lehrstuhl von Frau Prof. Dr. Grippe-Klein. Worum hast du den Schwerpunkt gewählt? Was gefällt dir daran? Ja. Also erstmal, ich habe den Schwerpunkt Marketing gewählt und warum ich den Schwerpunkt gewählt hatte, das war, sage ich mal, nach meinem Bachelor eine Art Bauchgefühl. Ich habe mich gerne damit befasst, auch schon in meiner Bachelorarbeit, und ich bin auch immer noch sehr zufrieden, dass ich das gemacht habe. Besonders gut gefällt mir gerade an dem Schwerpunkt an der UDS, dass das Marketing eigentlich sehr gut ausgestattet ist mit verschiedenen Vorlesungen. Also es gibt jetzt Konsumentenverhalten, es gibt Marktforschung, also es ist eigentlich alles abgedeckt, Handelsmarketing, und deswegen kann man nochmal die verschiedenen Facetten des Marketing kennenlernen. Das finde ich eigentlich am besten. Gibt es auch Sachen, die dir nicht so gefallen haben im Schwerpunkt? Kann ich jetzt so direkt nicht sagen. Das Einzige, was ich vielleicht etwas verbesserungswürdig finde, ist, dass er noch etwas praktischer ausgestaltet sein kann. Das ist natürlich schwierig an einer Universität von der Größe, aber es wäre schön, wenn man noch etwas mehr Studien machen könnte. Also zum Beispiel im Handelsmarketing und so, da haben wir dann hin und wieder Studien gemacht. Aber ich fände es besser, wenn es noch etwas mehr praktischer ausgelegt wäre. Hat diesen Schwerpunkt deine Wahl auch beeinflusst, um deinen Master hier an der UDS zu machen, nach deinem Bachelor? Muss ich ehrlich sagen, nicht. Ich denke, dass das Marketing, also der Schwerpunkt Marketing an der UDS sehr gut vertreten ist. Aber dass mich das jetzt direkt beeinflusst hat, kann ich so nicht sagen. Du bist schon bald fertig. Später im Beruf, was erwartest du, dass diesen Schwerpunkt dich bringt? Was für einen Vorteil erwartest du da? Also eigentlich auch die Gründe, weshalb ich überhaupt den Schwerpunkt gewählt habe. Ich denke, dass man im Marketing noch etwas, sage ich mal, sich noch etwas klarer differenzieren kann, als wenn man jetzt, sage ich mal, den Schwerpunkt Controlling oder Rechnungswesen oder etwas Mathematiklastigeres gewählt hat. So kann ich, sage ich mal, direkt am Konsumenten arbeiten und nicht im Hintergrund, sage ich mal, mit Zahlen. So gehe ich, sage ich mal, einen Schritt weiter. Und das ist, sage ich mal, so der Vorteil für mich persönlich. Vielleicht ein Ratschlag für Studenten, die gerade dabei sind, einen Schwerpunkt zu wählen? Also ich denke, man hat in dem Bachelor, auch an der UDS, sehr gut die Möglichkeit, alle verschiedenen Schwerpunkte kennenzulernen. Und das ist auch sehr gut gemacht. Und dann kann man sich eigentlich überlegen, welchen Schwerpunkt man wählen sollte. Und es ist wichtig, dass man sich das vorher überlegt. Unter Umständen vielleicht mit den Professoren reden. Ich denke, schlimme Fehler kann man da ja eigentlich nie machen. Wenn man merkt, der Schwerpunkt gefällt einem nicht, kann man ja immer noch wechseln. Aber man sollte sich auf jeden Fall gut überlegen. Und ja, soweit dazu. Okay, vielen Dank soweit und viel Erfolg noch. Vielen Dank, Dankeschön.